Hallo zu einer neuen Folge von Time Out. Heute treffe ich eine junge Lady, die wie keine zweite voller Power ist. Sie liebt den Sport und über 95.000 Follower auf Instagram lieben sie. Mal sehen, wo so ein Energiebündel seine Akkus auflädt. Wir treffen heute auf die Extremsportlerin Imke Salander, die sich ohne ihre tägliche Einheit an den Fitnessgeräten oder in der Sporthalle nur wie ein halber Mensch fühlt. Auf Instagram teilt sie ihre sportlichen Erfahrungen mit vielen begeisterten Followern. Da muss sie sein. Ja, Imke! Hallo! Hi. Auf Platz sitzen. Oh, na, schön, dich zu treffen. Da hast du es dir ja schon kuschelig gemacht hier, ne? Ja, wie immer. Gemütlich. Das ist ganz toll hier, ne? Jetzt strahlt die Sonne sogar, wo du kommst. Ja! Und was magst du hier so gerne? Aufs Wasser zu schauen, die Schiffe anzuschauen oder was? Also tatsächlich ist für mich das hier der Ort, der wirklich gut Hamburg repräsentiert, weil man hat hier den perfekten Blick auf den Hafen. Ja. Man hat hier den nördlichen Wind. Genau. Und ja gut, Strand, einen echten haben wir ja nicht, deswegen kommt das hier dem am nächsten, ne? Du bist ja, also du lebst in Hamburg, aber du bist ja in Brighton aufgewachsen. Beziehungsweise bist du da geboren. Und genau. Wie lange warst du dann da? Ich bin da tatsächlich leider nur geboren. Ach so, ja, okay. Und dann sind wir direkt aufs Land gezogen, nach Deutschland, Schleswig-Holstein, ja. Nach Drage. Aber nicht das Drage, was hier in der Nähe von Hamburg ist. Da gibt es ja auch noch eins. Okay. Sondern wirklich das in Schleswig-Holstein. Das ist so 45 Minuten weg. Und ganz ländlich. Total. Wir haben 250 Einwohner, bestimmt 1000 Kühe. Ach, und schön. Das war's. Also das magst du auch gerne, ne? So liebe dieses Ländliche, diese Ruhe. Ja, ich finde tatsächlich ist Hamburg da so ein guter Kompromiss, weil man sagt ja auch, das ist irgendwie wie so ein Dorf und das finde ich tatsächlich auch, wenn man es gerade mit Berlin oder so vergleicht, da sind wir irgendwie schön schon hier dörflicher unterwegs und hier sind halt auch viele so vom Dorf einfach, ne? Die dann das nur bis Hamburg geschafft haben. Aber wie war es denn früher? Hast du mit einem Elternteil Englisch und mit dem anderen Deutsch gesprochen oder rein Deutsch? Also eigentlich sagt man ja, dass wenn man ein Kind zweisprachig erziehen möchte, dass man das dann so macht, dass ein Elternteil Deutsch spricht und das andere eben die andere Sprache übernimmt. Bei uns war das komplett durcheinander. Meine Eltern haben beide irgendwie einen Satz in Deutsch angefangen, Englisch beendet. Da meine Mutter gar kein Deutsch konnte, als sie hierher kam, wollte sie sowieso Deutsch lernen. Also das war alles bei uns ein großes Durcheinander. Aber es hat irgendwie funktioniert. Und ihr habt alles mitbekommen und heute wahrscheinlich sprichst du fließend beides. Genau. Brighton ist ja ein ganz beliebtes Urlaubsziel bzw. auch Ausflugsziel für gestresste Londoner, ne? Weil es da so gibt so schöne, so chillige Cafés wahrscheinlich auch wie hier. Ja. Und was bedeutet dir noch Brighton? Tatsächlich reichlich wenig. Und ich war seitdem ich bin ja wie gesagt nach der Geburt dann gleich hierher und danach war ich nur so zweimal noch dort, weil also ja, Brighton, klar, für gestresste Londoner ist das so ein gutes Ziel, weil es nicht so weit weg ist. Aber so richtig schön finde ich es dann nicht. Also willst du nicht wieder leben? Nee, bleibst du in Hamburg? Nicht. Absolut. Also England generell wäre nicht so mein zweiter Wunsch für eine Heimat. Und Brighton dann schon gar nicht. Wo könntest du dir noch vorstellen zu leben? Also du reist ja auch gerne, ne? Ja, total. Und im Moment bin ich total angetan von Amerika. Also L.A., gerade für Sportbegeisterte, ist das echt wunderschön. Klar, ist halt ein bisschen teurer und die Leute dort sind eben typisch amerikanisch. Aber ja, also wie gesagt, wenn man so Sport als große Leidenschaft hat, dann ist das da, gibt es da einfach so viele Möglichkeiten. Man kann überall problemlos in Sportklamotten hingehen, ins schickste Restaurant. Kannst du hier auch? Schau mal, wir haben dich nett empfangen in Hamburg. Ich muss sagen, in Hamburg geht das tatsächlich auch, aber das sind auch Ausnahmen. Also ich kenne auch viele andere Städte, wenn ich in München unterwegs bin, da habe ich das Gefühl, wenn ich in Sportklamotten da rumlaufe. Schauen sie sich komisch an. Die gucken, also die sind total entgeistert. Also das ist echt, echt krass. Du hast es ja gerade schon angesprochen, Sport ist so deine Leidenschaft. Wann ging denn das los eigentlich? Wann hast du diese Leidenschaft entdeckt? Also mein Vater war großer Leichtathlet und der hat mich da eigentlich zu bewegt irgendwie oder uns alle. Ich habe ja noch drei Geschwister und wir haben alle von Kind auf einfach super viel Sport gemacht. Ja. Am Anfang haben wir alle Leichtathletik gemacht und dann hat sich das so in verschiedene Bahnen entwickelt. Ich habe zwischendurch gleichzeitig auch noch Tennis gespielt und Fußball gespielt und alles einfach irgendwie gemacht. Also seitdem ich 6 bin, tatsächlich immer viel unterwegs im Sport. Ja. Aber Leichtathletik und das Laufen vor allem hat sich einfach durchgesetzt. Also das ist wirklich etwas, das habe ich einfach von klein auf bis heute beibehalten. Ein Tag Sport ohne dich ist wie?
Oh, das ist wie ein Tag ohne Atmen. Kenne ich. Echt? Ist das so? Ist das wirklich so, du wachst morgens auf und bist gleich motiviert und... Nee. Also gleich motiviert bin ich auf jeden Fall nicht. Das ist, also meistens schon, aber habe ich auch echt Lust drauf, weil ich weiß einfach, was der Sport mir gibt und ich weiß, ja, wie gut es sich danach anfühlt und so weiter. Aber auch ich habe, wie jeder andere Mensch auch, auf jeden Fall Tage, wo ich total motivationslos bin. Was machst du dann? Das eine, was mir eben hilft oder was eben dazu führt, dass ich trotzdem zum Sport gehe, ist auf jeden Fall die Routine. Das ist genauso wie Zähneputzen. Du wachst ja auch nicht jeden Tag auf und denkst, oh geil, jetzt gehe ich Zähneputzen, sondern es ist etwas, du machst es irgendwie einfach. Ja. Und das ist bei mir beim Sport eben auch so. Ich gehe dann einfach raus oder ich gehe einfach ins Gym und ich weiß, die Motivation kommt, wenn ich erstmal anfange. Weil oft ist es so, dass erstmal muss der Puls hochkommen, erstmal muss ein bisschen Blut in Wallung kommen und dann fühlt man sich auch wach und aktiv und hat auch Lust. Ist das vielleicht auch so ein kleiner Tipp an alle, dass man einfach gar nicht motiviert sein muss, sondern einfach aufstehen, machen? Absolut. Also viele, viele Nachrichten erreichen mich so bei Instagram oder so von Leuten, die sagen, wie schaffst du es, jeden Tag motiviert zu sein? Was kann ich machen, um jeden Tag motiviert zu sein? Und die Antwort ist einfach, es geht nicht. Mhm. Weil das ist einfach nicht möglich. Und ich glaube, viel zu viele Leute machen sich dann einfach so viele Gedanken und setzen sich dann hin und sagen, okay, gehe ich jetzt zum Sport oder nicht? Ja. Habe ich Lust auf Laufen oder lieber ins Gym? Ich weiß nicht. Und die machen sich so viele Gedanken, es kostet viel zu viel Energie. Da bist du schon dreimal fertig, ne? Da soll man einfach los anziehen und sagen, irgendwie Motivation kommt schon von alleine. So, ich sage jetzt auch mal, Motivation muss kommen. Imke, hast du irgendwie so ein paar Übungen, die du mir zeigen kannst, wo ich danach sage, ja, das mache ich jetzt jeden Tag. Aber beziehungsweise sicher. Für unsere Zuschauer, wo man das irgendwie macht, weil es einem gut tut, aber die man auch leicht zu Hause nachmachen kann. Ja, da gibt es tatsächlich sehr viel, weil nicht jeder hat Zeit und auch Lust, ins Fitnessstudio zu gehen. Und man kann wirklich echt viel mit dem eigenen Körpergewicht machen. Und ich ziehe jetzt hier meine Schalen aus und dann legen wir okay, mal los. Okay, ich lasse es lieber an und mach mit. Ich werde hier mal meine Schale abwerfen. Ja, zeig mal, was du hast. Ich belasse es bei der Jacke. Ach so, du kannst ruhig noch. Ich habe gesehen, du hast ganz gute Bauchmuskeln, ne? Also von nichts kommt nichts. Wenn ich mich hier entblöße, dann würde ich sagen, sieht man alles, das Mikro und alles. Wir belassen es mal so. Okay. Na gut. So, ich zeige dir jetzt mal drauf. Genau. 4 Übungen zeige ich dir. Ja. Die du zu Hause easy machen kannst. Das sind alles Kräftigungsübungen. Ihr natürlich auch zu Hause. Ihr macht sie fleißig nach. Und zwar ist das Erste, was ganz viele Leute haben, ist ein schwacher Rücken. Oh, das kenne ich gut. Ist das schon die erste Übung? Können wir, ne? So, und zwar machen wir jede Übung 45 Sekunden lang. Also wir machen die jetzt einfach mal kurz vor. Aber ihr zu Hause, wenn ihr jetzt nachmacht, 45 Sekunden lang jede Übung. Und dazwischen macht ihr auch keine Pausen. Die Pause von einer Minute kommt erst, nachdem wir alle 4 Übungen absolviert haben. So, die erste Übung, da heben wir einmal hinten die Beine, oben heben wir die Arme und easy. Jetzt paddeln wir. Und das machen wir wirklich 45 Sekunden. Und ganz wichtig dabei ist, dass du wirklich den unteren Rücken und den Po anspannst. Mach ich total. Sodass du nicht nur die Waden oder die Waden hier so bewegst, sondern wirklich den ganzen Radius mitnimmst. Also so hoch wie möglich gehen mit den Oberschenkeln. Versuch die Oberschenkel so weit vom Boden wie möglich. Ja, komm, mach mit oder kannst nicht mehr. Zu heben. Ich habe heute schon trainiert. Aber reicht. Und die Arme versucht da auch nicht hier zu paddeln, sondern wirklich ein bisschen mehr Radius mitzunehmen. Oha. Genau, und das ist die erste Übung. Merkst du schon ein bisschen? Ja, ich merke das schon, aber ich kann auch. Du auch? Ja, ich kann auch ein bisschen. Sag mal, ist das denn so eine Sucht auch für dich? Also wenn du sagst, okay, Motivation ist bei dir auch nicht immer da, aber du machst es ja jeden Tag? Oder ist Sucht so... Sucht ist immer so ein negatives Wort, ne? Also ich glaube, eine gewisse Abhängigkeit ist auf jeden Fall da. Ja, wenn man es als Sucht beschreiben will, kann man es auch als Sucht beschreiben. Aber wenn du im Urlaub bist und eigentlich auch eher vielleicht mal entspannen, ist es dann auch so, dass du trotzdem, bevor die anderen alle aufstehen, vielleicht ja, mal losgehst schon, und deinen Sport machst? Okay. Aber das verbinde ich auch irgendwie gar nicht so mit Zwang. Es ist nicht so, dass ich dann denke, boah, jetzt muss ich wieder was machen, sondern ich habe dann auch Lust, man kann das ja so toll verbinden. Du kannst ja, wenn du im Urlaub bist und in einer fremden Stadt bist, dann willst du die Stadt erkunden, willst du was sehen und dann gehst du halt laufen. Und dann kommst mit Brötchen zurück, ne? Ist wirklich so. Also ja. dann läufst du halt eben zum Strand und kannst den anderen nachher schon mal sagen, wo was ist oder so. Also das ja, macht dann
macht dann wieder Spaß. Ja. Also ich merke schon, für dich ist es wirklich die Leidenschaft, du machst es super gerne und das gehört einfach dazu. Genau, das ist halt täglichen Leben. Ich würde auch sagen, es ist viel einfach durch die Erziehung, also Sachen, die man so, ja, erzogen, wie man erzogen ist, das spiegelt sich dann natürlich im Alter dann auch wieder. Und ja, da habe ich einfach irgendwie so Glück gehabt, dass mir das so in die Hand gegeben wurde, dass Sport auch irgendwie so viel für einen bedeutet. Mhm. Und dann hat sich das so eingebürgert. Ich habe mir jetzt geschickt so eine Pause, ich merke schon. Aber jetzt können wir weitermachen. Jetzt geht's nämlich weiter mit der nächsten Übung. Und zwar gehen wir jetzt auf die Seite und versuchen da die Beine übereinander zu legen. Und jetzt versuchst du dich einzudrehen und wieder aufzudrehen, genau. Und versuch hierbei wirklich, dass die Hüfte schön oben bleibt, sodass man hier nicht runterfällt. Und desto mehr du die Hüfte hier durchdrückst, desto mehr müsstest du das hier auch an der Seite spüren. So die seitlichen Bauchmuskeln. Und das auch wieder 45 Minuten? Das macht man dann auch wieder 45 Minuten. Ja, Minuten kannst du auch machen, klar. 45 Minuten. Das Witzige bei den Bauchmuskeln ist, dass viele Leute, die immer einfach mit viel Gewicht trainieren wollen oder mit Crunches, dabei sind tatsächlich so eine, diese Halteübungen viel wichtiger für auch die Tiefenmuskulatur. Du kannst natürlich auch eine kleine Variation, wäre einfach so zu machen. Mhm. Da gibt es wirklich unzählige Möglichkeiten. Für die ein bisschen noch anspruchsvoller haben wollen, können auch hier so ein Bein heben. Also da gibt es wirklich viele Sachen, die man machen kann. Also es gibt immer auch Varianten, ne? Es gibt also immer Varianten. Leichter, schwerer. Vor allem auch, wenn man verletzt ist. Wir müssen jetzt die andere Seite auch noch mal ganz kurz belasten. Ja, also kurz vorher noch mal kurz, was wollte ich denn jetzt noch? Nein, aber du hast dich ja auch auf Kurzstrecken spezialisiert sozusagen. Also da ist ja auch sehr viel Kraft erforderlich. Genau. Ne? Also das ist so dein Thema, ne? Dass du viel Kräftigung machst. So beziehungsweise Kurzstrecke ist ja viel, also für einen Marathonläufer oder einen Langstreckenläufer ist es eine Kurzstrecke, aber von der Sprinterperspektive habe ich die 400 Meter gemacht, was schon wieder die Langstrecke ist, weil es ein Langsprint ist. Ach, okay. Genau, und das hat mein Vater auch gemacht, 400 Meter und 400 Meter Hürden. Und das habe ich von ihm so ein bisschen dann übernommen. Und mittlerweile mache ich gar keine Leichtathletik-Wettkämpfe mehr mit. Aber ich habe mir das Training komplett beibehalten und mache eben auch diese ganzen Sprintsachen auf der Bahn immer noch. Mhm. Okay, jetzt können wir die andere Seite. Andere Seite. So. Wir auch ein bisschen, erstmal machen wir das Eindrehen. Meistens hat man auch mal eine Seite, die ein bisschen besser funktioniert. Ja, das war die andere, glaube ich. Jetzt kannst du mal dein Bein heben. Ach ja. Und hier nochmal das Becken und so. Oh, es ist anstrengend. Oh, ja. Es gibt da also viele Sachen, die man machen kann zu Hause. Du hast ja, also du läufst und du machst auch Krafttraining und das ist ja so ein Mix, da gibt es doch was Neues, ne? Hyrox nennt sich das. Genau, Hyrox. Keiner okay. Weiß so wirklich, so wirklich weiß, glaube ich, keiner, wie es ausgesprochen wird, inklusive mir. Inklusive dir, aber da verteidigst du wirklich den Titel, ne? Erzähl doch mal, was ist das genau und wie kam es dazu? Das ist ein ganz interessanter Sport tatsächlich, weil die Leute haben sich gedacht, es gibt noch keine Competition im Fitnessbereich. Es gibt eben einfach klassische Läufe oder es gibt eben Crossfit, aber so Fitness-Sachen, so die Sachen im Fitnessstudio kombinieren, gibt es noch nicht. Ja. Und da hat man sich gesagt, gut, wir machen da mal einen Wettkampf drauf. Und der Hyrox sieht so aus, dass man einen Kilometer lang läuft, dann kommt ein Workout, dann läufst du wieder einen Kilometer, dann kommt ein Workout und das 8 Runden lang. Also wie so eine Art Zirkeltraining. Genau, wie eine Art Zirkel. Es gibt halt keine Pausen. Du läufst insgesamt 8 Kilometer und es gibt eben 8 Workouts. Und diese Workouts bestehen zum Beispiel aus 100 Wallballs oder du musst einen ganz schweren Schlitten. Bei uns sind es, glaube ich, 120 Kilogramm plus Schlitten, also 155, glaube ich, drücken. Dann Lunges, also die klassischen Ausfallschritte mit Gewicht. All diese Sachen muss man eben zwischen diesem 1 Kilometer Laufen immer absolvieren. Und jetzt geht es demnächst los nach Amerika. Da findet dann der erste Hyrox in Miami statt. Wow. Und bin ich mal gespannt. Ich glaube, die Amis werden uns dann nochmal ordentlich in den Hintern treten. Ja, aber ist doch ein guter Ansporn, oder? Auf jeden Fall. Und vor allem ist das Tolle bei dem Wettkampf, dass da jeder mitmachen kann, egal wie fit du bist, weil jeder kommt da irgendwie durch. Ach, ehrlich? Auf jeden Fall. Also auf nach Miami, wie ist die dritte Übung, damit ich nicht ganz lose da? Genau. Als nächste Übung gehen wir in die klassische Liegestützposition. Und natürlich ist so 45 Sekunden lang Liegestütz ist jetzt nicht die interessanteste Übung, deswegen haben wir da noch einen kleinen Twist drin. Wir machen eine Liegestütz und dann drücken wir den Po nach oben und richtig schön die Schulterblätter durch. Mhm. Und wieder Liegestütz
Und wieder richtig schön durchdrücken. Po nach oben. Das macht man auch 45 Sekunden? Das macht man auch 45 Sekunden. Bei all diesen Übungen übrigens ist es auch so, dass wenn man nicht mehr kann, dann kann man auch eine kurze Pause machen. Dann könnt ihr es auch mit euren Freunden zusammen machen. Wenn der eine fitter ist als der andere, das macht ja nichts. Man nimmt sich seine Pausen so, wie man sie braucht. Und im Idealfall merkt ihr dann irgendwann, dass ihr die Pausen immer kürzer werden. Genau. Okay, also das war jetzt die dritte Übung. Nochmal schnell die nächste. Was sagst du denn, was wäre denn effektiv oder für all die, die es nachmachen möchten? Also 5 Übungen am Tag, das wäre schon top, wenn man das schafft. Ja, ne? Auf jeden Fall. Also 4, 5 Übungen und dann kann man ja mit 4 Runden starten. Und zwischen immer so eine Minute Pause machen. Und wir haben jetzt ja zum Beispiel einen Zirkel gemacht, wir hatten eine Rückenübung, wir hatten eine Übung für die Seite, jetzt hatten wir gerade eine Brustübung und jetzt würde ich noch eine klassische Bauchübung zeigen. Mhm. Und dann haben wir einfach einmal den ganzen Körper durchgepumpt, sag ich mal. Und das ist dann fühlt man sich schon gut. Super. Ich will mich gut fühlen, deshalb zeig mir die Bauchübung. Ja, die Bauchübung zeige ich dir. Wir gehen wieder in die Liegestützposition. Und jetzt machen wir sozusagen den Krabbelkäfer. Darf ich mal? Oh, alles hart, ne? Halt die Matten fest. So, und jetzt ziehen wir einmal das Knie zum Ellbogen. Und was ganz wichtig hierbei ist, dass wir nicht den Po nach oben drücken, weil so habe ich überhaupt keine Bauchspannung. Also immer hier unten bleiben, hier unten arbeiten, versuchen die Ellbogen möglichst zur Körpermitte zu ziehen. Und dann schön langsam arbeiten, auch nicht irgendwie so, denn es ist wieder eine High-Intensity-Einheit und der ganze Körper verruckelt. Sondern das sollte man schon schön langsam machen und jeden Muskel dann auch spüren. Spüren, okay. Vierte, letzte und fünfte. Genau, jetzt kannst du dir nochmal aussuchen, ob du noch eine Rückenübung möchtest. Bauch oder Po. Po finde ich immer gut. Ich will auch so einen Knack-Po kriegen wie du. Das zeige ich dir mal was. Die habe ich letztens erst gelernt und ich war ganz erstaunt, dass es so auf den Po geht. Und zwar legen wir uns mal in so eine Embryo-Stellung, so ein bisschen. Ja. Genau. Und jetzt einmal die Hüfte vom Boden. Und jetzt tatsächlich einfach nur so. Genau. Und wir versuchen jetzt noch hier runterzukommen und wieder hochzudrücken. Und jedes Mal, wenn wir hochdrücken, drücken wir halt komplett die Hüfte nach vorne. Genau, wenn du das jetzt 45 Sekunden lang machst, dann wirst du irgendwann in deinem Abduktor spüren. Das mache ich weiter jetzt 45 Sekunden. Sag mal, du hast ja alles ohne Personal Trainer dir selber beigebracht, ist das richtig? Ja, richtig, genau. Gibt es da nicht manchmal auch die Gefahr, dass man irgendwie falsch trainiert oder? Das ist ein sehr interessanter Punkt. Du kannst mal schön weitermachen. Ja, ich mache nochmal schön viel Po. Also ich hatte tatsächlich meinen Freund vor, ich glaube, 2 Jahren, das ist jetzt mein bester Freund. Das hat auch alles gut funktioniert, aber der auf jeden Fall... Nee, das machst du super. Der hat mir sehr, sehr viel beigebracht. Der hat selber als Personal Trainer auch gearbeitet, aber hat auch ganz lange Football gespielt und ist jetzt Bob-Anschieber, was auch ein verrückter Sport ist. Bob-Anschieber? Ja, ja, ist echt Wahnsinn. Und der trainiert also noch 5-mal härter als ich und hat auch diese interessante Mischung aus Krafttraining und Sprint und hat mir wirklich unheimlich viel beigebracht. Also ich würde schon behaupten, dass ich da einer der besten Leute in Hamburgs oder deutschlandweit vielleicht sogar an meiner Seite hatte. Und da habe ich einfach sehr viel gelernt. Also hattest du deinen Personal Trainer sozusagen? Den hatte ich oder habe ich immer noch, weil wir trainieren immer noch viel zusammen. Und dann ist es natürlich auch so, dass man viel ausprobiert. Und du merkst ja auch, klar, ich habe auch schon Übungen und Sachen gemacht oder Trainingseinheiten mir zusammengestrickt, wo ich danach gedacht habe, okay, das war nicht so gut. Ja. Also man probiert aus und man gibt weiter. Ich habe ja noch Geschwister, die ich damit zum Sport schleppe und anhand denen irgendwas ausprobiere oder so. Und dann kriegt man ja auch Feedback und also Try and Error quasi. Ich weiß, Imke, von dir, du hast ja noch mehr Lieblingsplätze, ne? Ja, ja, ja. Und wo fahren wir jetzt hin? Wohin entführst du mich? Also ich habe da noch so einige auf der Agenda. Ich muss mal schauen, welchen ich dir jetzt noch zeigen würde. Nein, Spaß. Na gut, dann überleg ein bisschen, wir sehen uns gleich. Imke, wie schön, von den echten Palmen zu Kunstpalmen. Wohin hast du mich hier entführt? Wo sind wir? Das ist der Park Fiction und ich liebe das hier. Das ist tatsächlich auch nur so 1 Kilometer entfernt von wo ich wohne. Mhm. Und hier ist einfach richtig, richtig schön, gerade so zum Sonnenuntergang. Hier sind immer viele Leute und man hat trotzdem irgendwie so sein Fleckchen und kann hier so ein bisschen entspannen. Und ja. Also nach so einem anstrengenden Sporttag und was du sonst noch alles machst, entspannst du hier mit Freunden. Genau.
auf ein Bierchen oder Teechen oder wie sieht das bei dir aus? Achtest du eigentlich auf deine Ernährung oder ist das generell so, dass du, wenn man so viel Sport treibt, dass man sowieso sich gesund ernährt automatisch? Also Bier trinke ich zum Beispiel jetzt nicht, aber das liegt nicht daran, dass ich jetzt sage, boah, ich darf meinem Körper keine Gifte zuführen oder kein Alkohol oder was auch immer, schmeckt mir einfach nicht. Und ich bin tendenziell auch echt ein Genussmensch, also ich esse intuitiv, ich esse das, worauf ich Lust habe. Aber ich habe natürlich einfach dadurch, dass ich von Kind auf Sport mache, schon immer eine ganz gesunde Einstellung zu essen gehabt in Bezug auf, ja, was ich mir so in den Körper reinstopfe. Genau. Nein, also mir schmecken tatsächlich, ist ja alles Angewohnheit. Also wenn du eben von Kind auf viel Gemüse isst, dann bist du es halt einfach gewohnt und deine Geschmacksknospen gewöhnen sich daran. Und wir haben tatsächlich jetzt nicht die ganze Zeit Fertigprodukte gegessen und das mache ich auch heute nicht. Mhm. Und zusätzlich weiß ich natürlich, dass vitaminreiches Essen zum Beispiel meine Leistung auch unterstützt. Ja. Und das ist natürlich du willst dich ja morgens auch nicht träge fühlen. Das heißt, du isst jetzt nicht jeden Tag nur Fertigprodukte und Müll. Wie sieht dein Frühstück aus? Also ich liebe Eier. Alles, was Eier in jeglicher Variation esse ich total gerne. Aber ich esse auch mal Brot oder Haferflocken, worauf ich halt Lust habe. So. Hast du auch mal Lust auf Süßes? Ja, oder gibt es No-Gos? Ja. Nein. Also, ich bin wirklich der große Verfechter von der Idee, dass Essen, also kein Lebensmittel tendenziell irgendwie schlecht ist oder ethisch schlecht. Das sagen ja immer so viele mal, oh, Schokolade ist schlecht, als hätte das irgendwie so einen ethischen Charakter, was total Schwachsinn ist. Nee, ich esse tatsächlich auch Schokolade, wenn ich da Lust drauf habe und habe ich auch oft. Und es gibt eigentlich nichts, wo ich sage, boah, das würde ich aus Prinzip jetzt nicht essen. Okay, wir kommen jetzt erstmal auf deinen Instagram-Follower zu sprechen. Das ist 2014, glaube ich, so eher privat gestartet. Was ist dann passiert? Ja, also 2015 oder so, okay, haben wir das mal angefangen, einfach so ein Instagram-Profil zu erstellen. Ich sage wir, weil meine Schwester hatte das viel, viel früher als ich. Mhm. Die war dem Trend wieder meilenweit voraus. Und das war einfach nur so eine Art und Weise, um mit meinen Freunden aus England in Kontakt zu bleiben. Und man hat das dann eher so wie so ein Fotoalbum genutzt. Also ich habe halt Sachen hochgeladen, um meinen Freunden zu zeigen, was ich so mache. Und die haben mich damit auf dem Laufenden gehalten. Und 2016 kam dann Under Armour auf mich zu. Da wurde ich, ich wurde von jemandem empfohlen. Und somit kamen die auf mich zu und suchten jemanden, der sie im Running-Bereich so ein bisschen repräsentiert. Und dann kam das so irgendwie ins Rollen. Ich habe das dann immer mehr kommerziell genutzt und habe ein bisschen gezeigt, was ich so sportlich an Trainings mache. Und dadurch. Jetzt ist es ein Job. Ja, echt, hat sich dann irgendwie so entwickelt. Du bist ja sehr vielseitig, du studierst ja nebenbei noch, erzähl mal, Philosophie, glaube ich, ne? Genau, ich habe meinen Bachelor gemacht in Medien- und Kommunikationswissenschaften und Philosophie. Mhm. Und darauf hatte ich einfach total Lust. Mein Papa hat mir den super Rat gegeben, mach das, worauf du Lust hast, dann wirst du auch gut drin. Und darauf hatte ich total Lust. Philosophie hat mir in der Schule immer schon gut gefallen. Und es hat mir so gut gefallen, dass ich jetzt auch noch den Master mache. Wow. Gerade. Also ist da auch so ein Berufswunsch in dir, ne? Also in die Richtung oder? Also ich würde jetzt, also gerade bei der Philosophie ist es sehr interessant, dass es gar nicht so auf einen bestimmten Beruf abzielt, sondern man lernt da einfach ein Handwerk. Mhm. Man lernt da einfach das Reden, das Sprechen, das Denken, all diese Sachen nochmal von Grund auf ein bisschen aufzupolieren. Und das hilft dir dann bei verschiedenen Berufen einfach als Quereinsteiger, würde ich mal sagen. Bei mir ist es tatsächlich so, dass die Moderation einfach so ein großer Traum von mir ist, eine große Leidenschaft. Zum Glück darf ich jetzt auch schon so ein bisschen hier und da in die Moderation reinschauen. Habe ich gesehen, dann kann man ja schon einige Clips von dir hier und da anschauen. Genau. Und auch Schauspiel, ne? Also Moderation und Schauspiel sind Schauspiel auch super interessant, einfach so dieses andere Rollen verkörpern, sich auch intellektuell in so andere Menschen oder andere Charaktere hineinzuversetzen, finde ich super spannend. Und generell alles, was mit Worten und Gedanken zu tun hat, finde ich immer sehr, sehr spannend. Ich finde dich, Imke, sehr spannend. Es hat mir super viel Spaß gemacht, heute so ein bisschen in dein Leben reinzublicken. Und wenn du demnächst mehr moderierst, dann werde ich mich vielleicht mal ein bisschen mehr zusammenreißen und mehr Krafttraining machen, weil das bringt ja einiges, wie man sieht. Ne? Sehr schön. Vielen lieben Dank für den tollen Tag, Imke. Danke dir. Und wir entspannen jetzt hier einfach mal ein bisschen. Das machen wir. Gute Nacht.